Wusstest du, dass der erste bekannte Computervirus aus dem Jahr 1971 stammt? Diese Bedrohung vervielfältigte sich von selbst und attackierte die Festplatte eines Geräts, bis es komplett funktionsunfähig war. Nachdem die digitale Welt also mehr und mehr nach Schutz verlangte, entstand 10 Jahre später der erste Antivirus. Und heute erfährst du, wie Antivirenprogramme eigentlich genau funktionieren, warum wir alle eins haben sollten und wie es dich letztendlich schützen kann. Aber bevor wir loslegen, vergiss nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren, um uns dabei zu helfen, den nächsten großen Meilenstein von 10.000 Abonnenten zu erreichen. Vielen Dank für die Unterstützung. Alright, zuallererst mal, was ist ein Antivirus überhaupt? Naja, ein Antivirus bzw. ein Antivirenprogramm soll deine Geräte vor allen Arten von Malware und Bedrohungen schützen. Wir verwenden in diesem Zusammenhang also häufig den Begriff Malware, auch bekannt als bösartige Software, um alle Arten von Online-Bedrohungen zu beschreiben, die versuchen, Schaden anzurichten. Und das klingt nicht wirklich nach Spaß, oder? Nee, definitiv nicht. Und genau deshalb haben Cyber-Experten Antiviren-Tools entwickelt, um diesen Schädlingen keine Chance zu geben. Die entsprechenden Apps verfügen heutzutage in der Regel über einen Echtzeitschutz. Das heißt, die Software überwacht dein Gerät rund um die Uhr und du kannst Live-Scan-Updates zu allen potenziellen Bedrohungen abrufen. Okay, nachdem jetzt also erstmal geklärt wäre, wozu ein Antivirus überhaupt dient, direkt die nächste wichtige Frage. Wovor schützt ein Antivirenschutz denn eigentlich genau? Tja, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Malware. Darunter Viren, Ransomware, Adware, Spyware, Würmer oder Crypto-Jacking. Alle diese Bedrohungen sind darauf programmiert, dein Gerät zu infizieren und Schaden anzurichten. Manche davon werden auch als Trojaner-Viren bezeichnet, weil sie sich über eine scheinbar seriöse Software oder App in dein Gerät einschleichen. Aber wenn sie erstmal drin sind, tja, dann können sie richtig viel Chaos anrichten. Egal, ob es darum geht, deine persönlichen Daten und Passwörter zu stehlen oder deine Identität zu missbrauchen, diese Viren sind in der Lage, eine Menge Schäden zu verursachen, ohne dabei überhaupt entdeckt zu werden. Und Malware, oder zu Deutsch Schadsoftware, kann auch in Form von Würmern auftauchen, die richtig schwer zu bekämpfen sind. Diese kleinen Schädlinge sind in der Lage, sich innerhalb kürzester Zeit zu vervielfältigen und sich im gesamten Netzwerk zu verbreiten. Daher gilt eine relativ einfache goldene Regel. Es ist viel einfacher, ein Antivirenprogramm auf deinem Gerät zu installieren, um das Ganze von vornherein zu verhindern, als sich mit den üblen Folgen beschäftigen zu müssen. Glaubt mir. Und eine noch ganz andere Art von Virus, von der du wahrscheinlich auch schon häufiger gehört hast, ist Pop-up-Werbung, die dein Gerät mit Adware bombardiert. Also keine Frage, nicht jede Werbung ist automatisch gleich gefährlich, aber genau das macht das ganze Thema ja so heikel. Es ist nämlich super schwer, zwischen harmloser Werbung und bösartiger Adware zu unterscheiden, die nur darauf wartet, dass du sie anklickst, um dann Schaden anzurichten. Letztendlich verdienen die Werbetreibenden jedes Mal Geld, wenn ein Nutzer auf eine solche Anzeige klickt, wenn auch versehentlich. Und in der Regel sind solche Anzeigen gekonnt als vertraute Tools getarnt, die du im Online-Alltag nutzt und verleiten so ganz ungeniert dazu, sie ohne Skrupel anzuklicken. Und um euch noch weiter zu verdeutlichen, wie vielfältig Malware ist, wäre da auch noch die sogenannte Ransomware. Wie der Name schon vermuten lässt, können Dritte dabei aus der Ferne auf dein Gerät zugreifen, all deine Daten verschlüsseln und letztendlich Lösegeld, Ransom, verlangen, bis du zahlst. Puh. Und ja, das sind tatsächlich nur ein paar Beispiele für Viren, in einfachen Worten erklärt, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass sie sich superschnell weiterentwickeln und es deshalb umso wichtiger ist, den entsprechenden Schutz stets auf dem neuesten Stand zu halten. Und in diesem Sinne werde ich einen gut gemeinten Rabattlink in der Videobeschreibung unten hinterlassen, damit du dein Gerät zu einem günstigeren Preis vor jeglichen Bedrohungen schützen kannst. Gern geschehen. Okay, wir haben uns bisher also erstmal mit den verschiedenen Arten von Malware befasst. Aber jetzt reißen wir das Ruder rum und klären, was ich an diesem Thema am wenigsten mag, nämlich wie genau können mir Viren eigentlich schaden? Ja, leider kann Malware, sobald sie runtergeladen oder auf einem Gerät installiert ist, sehr schnell auf die Dinge zugreifen, die du eigentlich geschützt haben willst. Das hängt allerdings immer auch davon ab, wie genau der Virus selbst programmiert ist. Manche sind leider so konstruiert, dass sie zum Beispiel über einen einfachen App-Download auf das Gerät der User gelangen und dort die Nutzeraktivitäten überwachen oder sogar remote, also aus der Ferne, auf die Geräte zugreifen können. Das bedeutet, dass all deine persönlichen Daten, Passwörter, Bankdaten, E-Mails, Dateien, Fotos, letztendlich eigentlich alles in die Hände fremder Personen gelangt.
Und wenn du dich fragst, wofür du außerdem einen Antivirenschutz brauchst, dann könnte andere Malware darauf ausgelegt sein, deine Dateien schlichtweg zu löschen oder die Funktionsfähigkeit deines Computers komplett lahmzulegen. Irgendwann stellst du also vielleicht fest, dass dein Bildschirm immer häufiger einfriert und plötzlich funktionieren sämtliche Standardfunktionen nicht mehr und du eilst in Panik zum nächsten Reparaturservice. Aber bevor wir jetzt alle wegen diesen Themen in Hektik ausbrechen, sollten wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass es ja hilfreiche Lösungen dafür gibt. Aber wie genau schützt Antivirus-Software jetzt dein Gerät und deine persönlichen Daten? Zusätzlich zum bereits erwähnten Echtzeitschutz verfügen die Antivirus-Apps in der Regel auch über eine Reihe von Scan-Optionen. In der Regel gibt es da zum Beispiel Schnellscans, die dein Gerät sofort und flott durchforsten. Dann gibt es häufig die Option benutzerdefinierter Scan, mit der du einzelne Dateien oder Ordner scannen kannst, die dir verdächtig vorkommen und mit der du festlegen kannst, wie genau der Scan ablaufen soll. Noch effektiver ist es allerdings, wenn du dich für den sogenannten Systemscan entscheidest. Dieser nimmt zwar etwas mehr Zeit in Anspruch, prüft aber wirklich jeden Winkel deines Geräts auf Bedrohungen jeglicher Art. Falls dabei dann Malware entdeckt wird, hat die App die Möglichkeit, sie automatisch zu löschen, was bedeutet, dass du dir keine weiteren Sorgen darum machen musst. Alternativ kann sie die Bedrohung an einem bestimmten Ort unter Quarantäne stellen, wo sie ebenfalls völlig unschädlich ist. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum du eine Bedrohung unter Quarantäne stellen solltest, anstatt sie sofort zu löschen? Naja, manchmal kommt es auch zu Fehlalarmen oder es könnte sich unter Umständen auch um eine infizierte persönliche Datei handeln, die du erstmal nur unter die Lupe nehmen willst, bevor du auf den Löschen-Button klickst. So oder so werden die Bedrohungen dank dieser Tools mit nur wenigen Klicks von deinem Gerät entfernt. Die Antwort auf die Frage, brauche ich ein Antivirenprogramm, ist also ein klares Ja. Jeder, der im Internet unterwegs ist, sollte einen Cybersecurity-Schutz haben, ohne Ausnahme. Und das führt mich zur vorerst letzten Frage. Wie wählt man ein zuverlässiges Antivirusprogramm aus? Nachdem wir jahrelang eine Vielzahl unterschiedlicher Apps getestet haben, habe ich dir jetzt hier und heute mal drei der derzeit besten Antivirenanbieter rausgesucht. TotalAV, Bitdefender und Norton. TotalAV ist der einfachste Antivirus für Einsteiger, vor allem unter Windows. Bitdefender ist ein super unkompliziertes Tool und belastet die Systemressourcen deines Geräts nur minimal. Und Norton ist etwas fortschrittlicher, falls du dein Antivirenprogramm gerne individuell konfigurieren willst. Und solltest du einen der heutigen drei Kandidaten zu einem noch günstigeren Preis bekommen wollen, kannst du gerne den Link aus der Videobeschreibung unten nutzen und dir einen Rabatt sichern. Ganz unabhängig davon, für welches Antivirenprogramm du dich entscheidest, habe ich bereits im Vorfeld darauf geachtet, dass sie alle über umfangreiche Scan-Optionen, viele nützliche Funktionen und eine leicht zu bedienende Benutzeroberfläche verfügen. Alright, um dieses Video jetzt also nochmal kurz zusammenzufassen. Ein Antivirenprogramm ist ein Tool, das unsere digitalen Geräte vor bösartigen Angreifern schützt, die versuchen, unsere Daten zu missbrauchen oder einfach nur Schaden anzurichten, indem sie die Gerätefunktionen stören. Heutzutage ist die Anschaffung einer Antiviren-App also zweifelsohne ein absolutes Muss. Und glaubt mir, die Erleichterung und der Seelenfrieden, den ihr habt, wenn ihr wisst, dass ihr immer geschützt seid, ist die Investition definitiv wert. Klickt jetzt gerne auch noch auf das Video auf dem Screen, um meine ausführliche Liste der besten Antivirenprogramme zu sehen, in der ihr noch viel mehr über die einzelnen Anbieter erfahren könnt. Den TotalAV-Rabatt habe ich jetzt einfach mal kurzerhand mit diesem QR-Code hier verknüpft, sodass ihr noch schneller zuschlagen könnt und wir sehen uns dann herzlich gerne in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Interesse, tschüss und bis dann.